Hallihallo, hier mit diesem neuen Video möchte ich euch zwei kleine Verzierungen zeigen, und zwar in eine ungewöhnliche Kombination für etwas vorwärts und rückwärts. Zeige ich das zuerst zu Musik und dann ein paar Tipps dazu. Ich zähle erstmal so laut mit. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4,
Klassierungen mit ungewöhnlicher Drehung dabei. Das gleiche kann man auf deiner Seite machen. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, und so weiter und so fort. So. Mal ein bisschen leiser. Von der Position, wie ihr schon kennt, ne, von anderen Videos, wir haben immer eine geschlossene Position starten. Am besten die Füße sozusagen so eine V-Position, so leichte Kontakt-Cursor-Bereich. No, in diesem Fall zum Beispiel nehmen wir an, die Wand wäre auf der Seite. No? Dann, also auf der rechten Seite, dann starte ich mit dem rechten Bein, gehe ich vor, sobald ich verlagert habe, mit dem linken Bein werde ich vorkreuzen und erst nachdem ich gekreuzt habe, drehen. Und das Drehen ohne Gewicht verlagern auf links, sondern bleibe ich weiterhin auf rechts. Und weiterhin drehe ich wieder nach hinten sozusagen, also wieder rückwärts. Auflösen, gehe ich rückwärts, also hier mit links, komme das rechte Bein vor, ohne Gewicht verlagern, also bleibe weiterhin auf links. Drehe ich in meinem Rückenwand und wieder. Das sind die zwei Bewegungen. Hier das Ungewöhnliche ist nicht das Drehen an sich, weil normalerweise drehen wir auf dieses Bein, man hört schon vor zum Beispiel, aber schon das Drehen in der Position, in der kurzen Position, ohne dass ich da verleihe. Ja? Das gleiche wäre auf der anderen Seite. Ne? Wenn die Wand auf der Seite wäre, das heißt, gehe ich mit dem linken Bein vor, also stehe auf rechts, gehe ich mit links vor, verlagere, das Kreuzen, drehen, immer noch auf das linke Bein stehen, wieder zurückdrehen, auflösen, rückwärts gehen, sofort hier kreuzen, ohne verlagern, sondern bleibe ich auf rechts in diesem Fall, drehen und wieder. Oh. Moment. Gebe ich jetzt ein, sag ich nochmal so, was dabei auch wichtig ist, vermeiden, zum Beispiel wenn ich jetzt vorgehe, dass das Bein in diesem Fall was Kreuz macht, dass dieses Bein in einer offenen Position bleibt. Das ist sozusagen hier zwischen, ne, Platz ist, das lieber nicht. Besser kreuzen und zwar hier, also im Adduktorenbereich, also Oberschenkel, Kniekehle, Basis, Kontakt mit den Steinbeinen, sodass ich sozusagen dicht schließe und während ich drehe, na, wird die Drehung dadurch ein bisschen kompakter. Ja, weil ich die ganze Position des Körpers schließe, statt so zu bleiben. Na? So, pack, schließe ich und bleibe ich in dieser geschlossenen Position. Dadurch ist kompakter die Drehung, auch besser. Ja? Und sieht eh
normalerweise auch besser aus. Besonders zum Beispiel, wenn Frauen sowas machen. Wenn sie zum Beispiel angenommen haben, sie einen Rock, gerade an, ein Kleid, dann sieht nicht so schön aus, wenn man in so einer offenen Position bleibt. No? Und zuletzt die Füße, also in dem Moment, wo man das Kreuz macht, no, also auch quasi stehen quasi auf gleiche Ebene. No? Und zwar auch dicht zusammen, also einen leichten Kontakt. Nicht vermeiden, eine Lücke dazwischen, no? Sondern das Ganze schließen. Das, deshalb steht dieses Kreuzformat hier. No? Back. No. Und das wäre die Idee. Das wäre auf beide Seiten, no? Ob man dabei vorwärts oder rückwärts geht, in dem, was ich gezeigt habe. Die Position an sich wäre die gleiche. Also, dass man dieses Kreuz dabei macht, aber immer mit der Idee richtig schließen und Füße zusammen. Gut, dann wünsche ich euch viel Spaß, falls ihr das macht. Tschüss!